Wo auch immer der Houdini jetzt steckt, ich habe keine Ahnung. Der ist einfach weg. Komisch. Naja, dann hören wir jetzt Attentäterin. Ich eine Attentäterin? Das ist köstlich. Ich hätte vielleicht mitgemacht, könnte ich mir vorstellen. Als Opfer der genetischen Manipulation, das ich bin. Ich habe ganz vergessen, dass ich einst an diesen Ort geglaubt habe. Ich habe an Ryan geglaubt. Doch als es eng wurde, glaubte Ryan nicht mehr an Rapture und an den großen Zusammenhang, die große Verkettung. Er glaubte nur an die Macht. Und jetzt ist dieser Ort im Arsch. Und mein Mädchen ist weg. Schlimmer als weg. Sie ist jetzt eins von diesen Dingern. Bin ich also eine Attentäterin? Tja, das kann man nur auf eine Art rausfinden. Ja, das kann man also nur auf eine Art rausfinden. Das ist natürlich sehr dramatisch. Wir müssen jetzt hier rein. Hier sieht es auch sehr Hitzeverlustmonitor. Hier sieht es auch sehr vertrauenserweckend aus, mal wieder. Okay, eine unserer Kameras hat... Ich sehe nichts. Was war das? Warum liegen hier so viele Tote rum? Das Geräusch nervt ein bisschen bei Camouflage, ne? Okay, ich speichere jetzt mal, weil ich glaube, jetzt beim letzten Abschnitt, ich glaube, da kommen die alle. Ich weiß nur nicht genau, was soll ich denn als Waffe nehmen? Nicht mal das Schrotding. Zu erschaffen. Was hast du gebaut? Gronk.de. Nichts. Du kannst nur plündern und zerstören. Aber. Du bist kein Mensch. Wie kann man denn nur so oberflächlich über jemanden urteilen? Du kennst mich doch gar nicht, Andrew. Du doof Mann. Guck mal, was ich hier schon alles erschaffen habe. Ein Imperium aus Leichen. Dir zu Ehren. Und du bist eine der Nächsten. Das ist mein Kunstwerk quasi. Ne, pass auf, ich laufe mal wieder mit der Kamera rum. Dann wird es nämlich bedeutend leichter, je mehr Bilder wir von den Viechern kriegen, desto leichter wird das mit denen umzugehen. Und wir kriegen auch die ganzen Toniken und so weiter. Käffchen! Hallo, Dedi! Das ist ja wohl ein A-Foto. Ein B? Leck mich doch. So, ein Käffchen noch, Kassette. Und Zugangscode zu Kubitz Tour. Ich erzähl dir mal was über diesen Kiburz und die ganzen anderen Universitätsfuzis. Die sind ja so schlau. Meinen sie jedenfalls von sich. Also, ich hab dem Typ letzte Woche ein paar Drinks eingeflößt. Und auf einmal erzählt er mir, der Schlüsselcode zu seinem Büro wäre das Datum des Australia Day. Also gehe ich jetzt jede Woche ganz vorsichtig rein und nehme mir ein paar Piepen aus der Kasse. Der Australier kriegt das nicht mit und ich sag's ihm bestimmt nicht. Er hat echt eine Menge verrücktes Zeug da drin. Vielleicht, na, vielleicht werde ich eines Tages gieriger. Ja, da bin ich mal gespannt, aber ich weiß gar nicht, welches Datum der Australia Day ist, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß nur! 2, 3, 4! Scheiße, ich bin betäubt! 2, 3, 4! 1, 2, 3!
Mr. Bubbles hört dich nicht mehr. Mein liebes Kind, weißt du, wie spät es ist? Es ist Zeit für einen Bitch-Slap! 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 Spüre die Kraft des Bitch-Slap! Danke. Das war sehr gern geschehen. So, da unten ist eine Eve-Spritze, die wir nicht mitnehmen können. Krieche ich noch? Ich laufe... Bin ja so langsam gegangen plötzlich. Ionengel. So, da haut sie ab. Da habe ich schon geguckt. Wo geht's hier weiter? Ich glaube, hier kommen wir doch... Alter, hab ich mich gerade erschrocken, als der aufgestanden ist. So ein Drecksack. So, folgendes. Hier nehme ich mal... Ne, komm, das hacke ich mal so. Da hacke ich einfach mal... Na, super. Da hacke ich mal wieder was aus. Das ist ja total beruhigend, wie das hier funktioniert. So, und wir müssen jetzt da rüber und dann da nach rechts. Und dann brauchen wir eigentlich nur noch den hier und dann haben wir schon alles geschafft. So, können wir uns auch gleich heilen. Ich rechne jetzt natürlich damit, dass die mal sofort aufstehen. Tja, so kann es gehen, wenn man sich mit mir anlegt, Freunde. Ich bin hier nämlich der Typ, der aus dem Himmel fiel. Ganz gut zu gebrauchen. Ich habe die Kleine, die heute in den Laden gekommen ist, nicht erkannt. Hatte eine Mordsoberweite und war ganz schön aufgedonnert. Sie lässt sich nicht in die Karten gucken, aber man muss nicht studiert haben, um zu erkennen, dass sie irgendwas im Schilde führt. Sie hat nach Magnetverschlüssen und solchem Zeug gefragt. Ich habe einen auf schwer von Begriff gemacht, aber sie hat mich durchschaut. Nachdem sie mich dann vernascht hat, habe ich ihr die Wegbeschreibung zu Keyboards und den Werkstätten gegeben. Rapture ist wohl nicht mehr zu retten. Aber manchmal ist die große Kette noch ganz gut zu gebrauchen. Die große Kette, mit der ich dich durch die Scheiße gezogen habe. War früher mal so ein Spruch. Ziel erreicht, suche den Hitzverlustmonitor, geh zu Kübels Werkräumen, machen wir gleich. Sicherheitslücke 2. Warum wollen Sie wissen lassen... Nee. Warum wollen Sie sie wissen lassen, wo sie stecken? Die neueste Version der Sicherheitslücke lässt Sie mit Leichtigkeit jede Sicherheitskamera oder Geschütz umgehen. Auch nicht so schlecht. Medical Expert brauche ich noch. Vielleicht statt Extra Nutrition. Wir essen ja eh nicht so viel. Können wir mal ausprobieren, ob das funktioniert. Splittergranate haben wir. Dieses Camouflage-Geräusch ist auf Dauer ein bisschen nervig. So, hier können wir noch einen Pep-Riegel reinhauen, den wir eh nicht brauchen gerade. Da habe ich noch gerade was gesehen. Nee, doch nicht. Geister. Der Trennschalter ist hier drüben, jawohl! Warum kann sich Ryan nicht selbst um diesen Scheiß kümmern? Weil Mr. Ryan Wichtigeres zu tun hat, als für Loyalität in seinen Reihen zu sorgen. Bestell Fontaine schöne Grüße, du dreckige Ratte! Ach, krasse Scheiße. Strom deaktivieren. Nehme ich mal einen Autohacker. Ist der Strom deaktiviert? Und... Noch bevor die letzte Ratte das letzte Stück von dir gefressen hat, wird Rapture wieder auferstanden sein. Ich werde die Parade anführen. Wer war denn das, werden sie fragen und auf die traurige Figur zeigen, die an meiner Wand hängt. Wer war das? Na, immerhin hänge ich an deiner Wand. Offenbar bin ich dir ja wichtig, lieber Andrew. Genetisches Wettrüsten. Ich habe Mr. Ryan
angefleht, von Pain Futuristics an die Leute von Atlas zu übergeben, als eine Art Friedensangebot. Aber dieser Mistkerl nimmt einfach keine Vernunft an. Nein, er spleist und manipuliert die Massen immer schlimmer, gibt ihnen immer stärkere Plasmide. In Rapture findet ein regelrechtes Wettrüsten statt. Nur geht es nicht darum, wer die besseren Kanonen oder Bomben baut. Es geht darum, wer schneller vom Menschen zum Ungeheuer werden kann. Ja, offenbar sind wir da gerade auf einem sehr guten Weg. Die Frage ist nur, warum kann ich denn da jetzt nichts machen eigentlich? Ich konnte jetzt den Strom abstellen hier, das ging ja ganz gut, aber da wo der Typ hier irgendwas gemacht hat, hier kann ich gar nichts bewirken. Naja, wir gehen mal zu Kurzmitschmütz. Bei Kurzmitschmütz müssen wir nämlich da irgendwie... pass mal auf, mach mal Folgendes. Den nehme ich auch nochmal mit. Bei Kurzmitschmütz müssen wir nämlich hin und irgendwas Tolles machen. Rohrpost. Ach, Kuchen in der Post. Sehr lecker. Das begrüße ich. Oh Mann, hier liegen überall Eve-Spritzen rum und ich nehme ihn nicht mit. Das ist echt eine Sünde. Ein Mann baut eine Stadt auf dem Meeresgrund. Das ist ein Wunderwerk. Ein anderer Mann ist zufällig an Bord eines Flugzeugs, welches genau über dieser unterseeischen Stadt abstürzt. Und das ist wahrlich das viel größere Wunder. Ja, entschuldige bitte, ich hab's mir nicht ausgesucht. Ich wollte ja eigentlich in Urlaub nach Tiki-Taka und da ist auf einmal die Maschine abgeschmiert. War bestimmt Aeroflot. Aber wollte ich ja so nur auch nicht. So, Foto machen. Oh, habe ich die schon? Ach nee, die habe ich schon. Schade. Und kann ich hier nochmal... Ich habe 114 wieder. Eve-Upgrade. Erhöht ihr Maximum Eve. Wäre vielleicht auch gar nicht mal so schlecht. Elektrohaut, Extra Nutrition 2. Wrench-Lurker. Das ist ja alles ganz spannend. Ich nehme mal das Eve-Upgrade. Und dann spare ich mal wieder ein bisschen. Muss ich hier irgendwie rein? Nee, muss ich nicht. Core Access Offline. Drainage System Error. Ich folge mal dem goldenen Pfeil. Denn ich muss ja jetzt... Oh. Ich warte nochmal ganz kurz, bis ich da folge. 7 ionischen Schrot haben wir noch. Das könnte eventuell genau richtig reichen. Na komm, schnapp sie dir. Ich bin nicht da. Ich bin Camouflage. Danke, Mr. B. Mist! Die hier. Ich kann gerade nicht. So, vielen Dank. Ach, Kleine, So, Folgendes. Little Sister müssen wir auch noch fotografieren. Und außerdem müssen wir bei den Little Sister noch ein bisschen Bitchslap verteilen. Doch. Doch. Bitchslap. The power of Bitchslap. Ja, das mache ich doch gern. Ist ein Hobby.